Schuld, Vergebung, Verantwortung, Versöhnung. Hier in Mühlberg an der Elbe wird das Erbe des 20. Jahrhunderts sehr konkret. Hier stehen wir auf den Massengräbern des Speziallagers des sowjetischen NKWD Mühlberg-Elbe, das Speziallager Nummer 1, und sind in der Flucht über das Hochkreuz verbunden mit dem Soldatenfriedhof in Neuburgsdorf, um die beiden Lagergeschichten zusammenzubringen. Seit 1991 dokumentiert die Initiativgruppe Lager Mühlberg die wechselvolle Geschichte des Ortes und gibt den Opfern Namen und Würde zurück. Ja, ich sage es mal mit einer gewissen Berührtheit. Die Ehemaligen haben mich dann auch so gewissermaßen ihren Lagerpfarrer genannt, den sie damals nicht hatten. Und dann kommst du aus der Nummer auch nicht wieder raus. Das wächst dir einfach alles ans Herz. Und das bedeutet viel Arbeit für das Team rund um Pfarrer Tatz. Informationen über die ehemaligen Lagerinsassen werden gesammelt und archiviert. Für Schüler gibt es zahlreiche Bildungsangebote. Jährlich findet ein Mahn- und Gedenktreffen statt. Heute ist das ehemalige Lager Mühlberg ein Ort des Gedenkens und Erinnerns und der Versöhnung. Wenn wir zusammen Europa bauen wollen, dann muss man wirklich die großen Worte nehmen. Zusammen eine friedliche Welt bauen wollen, wenn wir es zusammen wollen, dann müssen wir auch zusammen der Vergangenheit gedenken über den Gräbern. Und müssen das aushalten miteinander, dass wir uns das auch manchmal um die Ohren schlagen. Aber dann eben halt konstruktiv und nach vorne blickend und immer daran denken, dass das nach Möglichkeit eben nicht wieder geschehen soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Preisträger, es ist für mich sehr große Ehre, heute im Namen von Jury die Laudatio für die Initiativgruppe Lager Mühlberg zu halten, die mit Karl Wilhelm Fricke Preis, Sonderpreis, in diesem Jahr ausgezeichnet wird. Diese Aufgabe freut mich ganz besonders, weil ich zum Thema NKWD-Speziallager in SPZ einen persönlichen Bezug habe. Denn ich gehörte zu den ersten Historikern, die den Zugang zu den Akten der Speziallagern, in den sich eben in Russland geöffneten Archiven, bekam. Ich war erschüttert von all dem, was ich nicht wusste. Es war die Zeit, wo endlich vieles Verborgene, Geheimgehaltene rauskam und auch die Massengräber sich öffneten mit den Opfern der Gewalt und des Terrors. So war das in Russland, aber auch in vielen anderen Ländern, die sich von der kommunistischen Herrschaft befreit haben. So war das auch in der ehemaligen DDR. Die Geschichte von Lager Mühlberg ist in diesem Sinne eine sehr symbolische. Das ist ein Knoten von unglaublichen menschlichen Tragödien, von Terror und Gewalt, die von den totalitären Staaten ausging. Stalag 4b bei Mühlberg war bis 1945 das Kriegsgefangenenlager, wo während des Zweiten Weltkrieges etwa 300.000 Kriegsgefangenen aus mehreren Ländern inhaftiert worden waren. Auch Tausende aus der Sowjetunion, deren Lage die schlimmste war, von Hunger, Seuchen und schwersten Arbeit gezeichnet. Schicksal von sowjetischen Kriegsgefangenen gehört zu den tragischsten Kapiteln der Kriegsgeschichte, denn die Befreiung von der Roten Armee brachte vielen von ihnen auch ein weiteres Leiden. Die Sowjetführung seien ihnen keine Opfer, sondern verdächtige Kategorie der möglichen Verräter. Erst nach Stalins Tod verbesserte sich langsam ihre Lage. Stalag Mühlberg wurde 1945 von der Roten Armee befreit. Unermesslich hoch war der Preis des Sieges für die sowjetischen Soldaten, die gefallen sind auch in der letzten Phase des Krieges. Tragisch aber war, dass sie nichts dafür konnten, dass sie die Befreiung vom Hitlerfaschismus vollbracht haben, aber keine weitere Freiheit den Völker bringen konnten. Denn der Sowjetstaat war auf keine Weise ein Rechtsstaat und Hauptmechanismus des stalinischen Systems war der Terror. Das zeigte sich in der nächsten Phase von Mühlberg, wo sowjetische Organe 1945 das Speziallager Nummer 1 Mühlberg gründeten, eines der 10 Speziallager des NKWD in der sowjetischen Besatzungszone. Das Lager durchliefen über 21.000 Personen,
von denen nach sowjetischen Akten fast 7000 starben. Hier sollten nach dem Beschluss des Kontrollrats Nazi-Funktionäre der mittleren Ebene interniert werden. Aber die Tatsache war, dass hier viele völlig unschuldige Menschen sich befanden, die an unermesslichen, unmenschlichen Bedingungen, Hunger und Seuchen gestorben sind. Alle Toten wurden außerhalb des Lagers in Massengräber geworfen und notdürftig zugeschüttet. Die Angehörigen wurden nie benachrichtigt. Das war auch für mich eine verborgene Geschichte. Und wenn Perestroika nicht gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich niemals davon erfahren. Und das war auch eins der ersten gemeinsamen Projekte mit den deutschen Historikern, um schwarze Flecken der Geschichte aufzuarbeiten. Die Umwandlungen in Ostdeutschland 1989 machten es möglich, den Toten Kreuze und Gedenksteine aufzustellen. Und schon 1991 wurde die Initiativgruppe Lager Mühlberg von ehemaligen Inhaftierten des Speziallagers gegründet, die sich seitdem der Gestaltung der Gedenkstätte und der Aufarbeitung der Geschichte des Lagers widmet. 1992 entstand eine Gedenkstätte für alle Toten des Speziallagers. 1908 wurden Namenstafeln mit den Namen der Verstorbenen freilich enthüllt. Zu den wesentlichen Zielen der Initiativgruppe, die wir hier ehren, gehören Sammeln und Veröffentlichen von Informationen über die Lagerinsassen, Einrichtung und Erhaltung eines Archivs für wissenschaftliche Arbeiten, Informationen über Lebenden und Hintergebliebenen, Organisation von Gedenkfeier für Opfer und Unterstützung bei den Bemühungen um Wiedergutmachtung, Errichtung und Erhalt von Erinnerungsstätten auf der Lagergelände. Die Initiativgruppe Lager Mühlberg ist es zu verdanken, dass die Geschichte des Speziallagers Mühlberg nicht in Vergessenheit geraten ist. Wichtig ist, dass die Initiativgruppe von Anfang an sich darum bemüht, die Geschichte beider Lager zu dokumentieren und an beide Häftlingsgruppen zu erinnern. Ihre Arbeit machte es möglich, 1000 Toten beiden Lager ihren Namen zurückzugeben, die Gedenkstätte um das Hochkreuz zu errichten, zum einen Ort des Erinnerns gemacht zu haben. Ich gratuliere hiermit ganz herzlich die Mitglieder der Initiativgruppe für ihre so wichtige und so für heute nach wie vor aktuelle Arbeit. Und wünsche Ihnen auch weiter viel, viel Erfolg. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Tarz, lieber Eberhard Hoffmann, liebe Frau Stamm, liebe Bürgermeister von Bad Liebenwerder und Mühlberg, wir haben uns hier versammelt, um die Übergabe der Preisurkunden für den diesjährigen Karl-Wilhelm-Fricke-Sonderpreis, der an die Initiativgruppe Lager Mühlberg übergeben wird, ja, feierlich vorzunehmen. Diese Preisübergabe erfolgt in diesem Jahr aus Gründen der Corona-Pandemie in einem ungewöhnlichen Rahmen. Normalerweise würden wir diesen Preis heute, nicht heute, sondern am 10. Juni, in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin überreichen. Das ist nicht möglich, weil wir keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen durchführen können. Aber die Situation hat auch etwas Positives, denn wir sind heute an diesem Ort, der das Wirken der Initiativgruppe Lager Mühlberg auf ganz eindrückliche und sinnliche Weise erfahrbar macht. Er steht für das Leid, das in diesen Lagern vor 1945 und nach 1945 erlitten werden musste. Und er steht vor allem für die Erinnerungsarbeit, das unter dem Dreiklang Erinnern, Gedenken und Versöhnen steht, den die Initiativgruppe Lager Mühlberg, die ja vor 30 Jahren durch Überlebende des Lagers gegründet wurde, mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Bad Liebenwerda aus Mühlberg, dem Fußball-Fanverein, ich hoffe, man kann das so sagen.
Ist nicht ganz so lange dabei. Mittlerweile durch die Familien und Hinterbliebenen, durch die Kirchgemeinden unterstützt wird. Und dieses Wirken zeigt sich auch an dieser sehr würdig gestalteten Stätte. Und diese Stätte ist tatsächlich der Ausdruck des Engagements der Initiativgruppe Lager Mühlberg, die seit ihrer Gründung sich dafür eingesetzt hat, dass hier das Gedenken an die Opfer der beiden Lager gleichermaßen begangen werden kann, ohne dass die Opfer des einen Lagers gegen die Opfer des anderen Lagers aufgerechnet oder ausgespielt werden. Und das ist das Verdienst derjenigen, die hier seit vielen, vielen Jahren aktiv sind, mit bescheidensten Mitteln, mit viel ehrenamtlichem Engagement, natürlich auch mit politischer und tatkräftiger Unterstützung, das hier möglich gemacht haben und bis heute jedes Jahr sehr bewegende Gedenkveranstaltungen genau an diesem Ort vor dem Hochkreuz vornehmen. Und wir von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur freuen uns ganz, ganz, ganz besonders, dass der Sonderpreis des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises für dieses Engagement, was wirklich vorbildlich ist und was, soweit ich das einschätzen kann, auch eigentlich kein vergleichbares anderes Vorhaben in dieser Form kennt, freue ich mich ganz besonders, dass der diesjährige Preis endlich dieses Engagement auch sichtbar und fühlbar würdigt. Und ich freue mich sehr, Ihnen praktisch symbolisch für den Preis diese Urkunde überreichen zu können. Dankeschön. Du warst am längsten dabei. Das erste Mal war ich hier draußen vor 32 Jahren, 1988, im Winter, am Ende des Jahres, als ich in Mühlberg Pfarrer wurde. Und letztendlich ist sozusagen dieser Preis, und Sie haben es zum Ausdruck gebracht, ein Stückchen natürlich auch Anerkennung von über 30 Jahren Tun und Lassen und noch mehr Tun und Arbeit, die hier stattgefunden hat und die dann eben halt, wenn es über eine so lange Zeit geht, auch ein Stückchen Herzensangelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes ist und ein Stückchen Lebenszeit, die da mit auch im Blick ist sozusagen. Also damals wusste ich noch nicht viel über das Lager. Und dass es der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis ist, das verbindet sich für mich damit, dass ich Ostern 1990, also noch in der bestehenden DDR, aber schon kommenden gemeinsamen deutschen Vaterlande, mir diesen Karl-Wilhelm-Fricke gekauft habe. Dieses große, dicke Monographie über Justiz und Verfolgung in der DDR, dieses damals auf jeden Fall bahnbrechende und fundamentale Werk bis 1968, das es immer noch ist für diesen Abschnitt. Das andere konnte er noch nicht kennen, was dann die Archive geöffnet haben. Und insofern also ist das auch so ein Zusammenkommen und Zusammenführen. Dann denkst du darüber nach und sagst, ja klar, danke Stiftung, danke dem, der seinen Namen für diesen Preis gegeben hat, danke auch dem, der das Stiftungskapital gestiftet hat. Auch das sind ja Menschen mit bewegender Biografie in einer ganz anderen Zeit. Und wenn du nachgeboren bist, dann sagst du auch, ja, Gott sei Dank hast du das so machen können, machen dürfen, hier mit allen, ohne dass du Angst haben musstest um Leib und Leben. Das ist bei Fricke anders gewesen, das ist bei denen damals anders gewesen. Und natürlich macht man es eben ja nicht allein, sondern man macht es eben im Verbund. Den Preis kriegt die Initiativgruppe. Ich bin ja nur sozusagen der, der ihn jetzt in die Hände kriegt, als Erster, die Initiativgruppe. Und es ist besonders schön und freut mich, Eberhard, dass du dich auf den Weg machen konntest. Denn Eberhard ist ja nicht nur der, der vor 75 Jahren hier ins Lager kam, sondern der auch eben vor 30 Jahren, 1990, mit bei der ersten Gründung war der Initiativgruppe, die ja noch ganz unter euch gewissermaßen stattgefunden hat. Da waren wir noch gar nicht beieinander. Wir haben am Anfang die ersten fast 2 Jahre parallel gearbeitet, ohne groß voneinander was zu wissen. Ihr Alten habt gesagt, na die Jungen, mal sehen, was die da so machen. Und wir haben gar nicht gewusst, dass ihr da seid. Ja? Und dann hat sich das schön zusammengefügt und miteinander verbunden. Und Sie haben es angesprochen, besonders dankbar bin ich sehr den ehemaligen Insassen erst des Speziallagers, die wir damals kennengelernt haben, dann so ein Stückchen später auch derer, die eben im
Kriegsgefangenenlager gesessen haben, gerade die Kontakte nach England von Frau Brendel. Ganz besonders bin ich denen dankbar, dass dieser Gedanke der Versöhnung über den Gräbern, der ist ja nur möglich, wenn die, die hier gelitten haben, den auch leben. Sonst geht's nicht. Ja? Und dass das passiert ist und dass das funktioniert hat hier in Mühlberg und dass das ein Schritt nach vorne geworden ist, dass die ehemaligen Mühlberger, ob des ersten Lagers oder des zweiten Lagers, heute sagen, wir fahren gern nach Mühlberg. Das ist, denke ich, so ein besonderer Ausdruck in der Stimmung. Was denkt man, was sagt man? Ne? Eine, die immer dabei war an der Geschäftsstelle, fast von Anfang an auch, Angelika Stamm, jetzt im Ruhestand und immer noch dabei. Auch ohne die wäre es nicht gegangen. Es wäre nicht gegangen ohne die angesprochene Unterstützung der kommunalen Ebene und darüber hinaus des Landkreises. Nun ja, gut, da war weniger dabei, aber des Landes. Das können wir rausschneiden, ja. Den brauchen wir noch. Aber natürlich auch des Landes und auch des Bundes, gerade als es um die Frage des Kiesabbaus ging und all diese ganzen Dinge. Das war besonders wichtig. 75 Jahre nach Kriegsende, dem Ende des ersten Lagers, dem Beginn des zweiten Lagers, ist es auch besonders schön, dass man die Überraschung erlebt, dass plötzlich die Initiativgruppe eine Unterstützung erfährt, mit der sie vor wenigen Jahren nicht gerechnet hat. Wir haben überlegt, wir werden immer älter. Eberhard gehört zu den Ältesten. Was wird eigentlich? Wie geht das weiter? Und dann kommen Fußballfans. Ja, sage ich jetzt mal. Ja, dann kommen Fußballfans, erstmal in Gestalt von Thilo Wanka und ihn, hier dazu und sagen, können wir euch helfen? Und daraus ist eine Bewegung und ein Miteinander geworden von jungen Leuten. Und das habe ich auch am Anfang nicht gleich so überschaut. Wir haben neulich darüber gesprochen, dass natürlich eben ein Fußball-Fanclub etwas sehr, sehr weite Regionenübergreifendes ist und geradewegs länderübergreifend wird. Und dass ihr sozusagen dabei seid, uns ganz alten, fast alten gewissermaßen beruhigt, dass das Gedenken hier auch eine Zukunft hat und dass es Menschen geben wird, die sich darum kümmern und dass diese Jugendlichen, die dabei sind, etwas mit in ihr Leben hineinnehmen, was sie nicht mehr loslassen wird, sicher, wie es uns nicht losgelassen hat. Das gibt natürlich dem Ganzen eine Zukunftsnuance, die besonders schön ist. Und das gerade eben in diesem besonderen Jahr, in dem wir gedenken an die vielen, vielen Opfer des Krieges, und nach vorne blicken und sagen, wenn das so hier möglich ist, vielleicht ist es dann eben halt auch insgesamt wieder möglicher, dass die Völker, die Menschen über die Grenzen hinweg zusammenkommen. Denn wir stehen hier auf den Gräbern. Wir stehen hier auf den Gräbern und das, was wir sind heute in Europa, ist etwas, was auf den Gräbern steht. Europa ist geboren. Im Grunde genommen auf dem Hintergrund dieser katastrophalen Erfahrungen, sowohl des ersten als auch des zweiten Lagers, dieser totalitären Regime. Und dass wir eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben und dass wir darum kämpfen und dass wir die weiterentwickeln und dass wir in Europa zusammenkommen in dieser Form der Versöhnung, die nicht mehr aufrechnet, die aber genau hinschaut und die auch unterscheidet und differenziert, aber die nicht mehr auseinanderdividiert, sondern an diese damals, die Menschen, die damals gelitten haben, diesen Menschen gedenkt als einer gemeinsamen Geschichte, die uns alle miteinander eigentlich verbindet. Und da wünschte ich mir manchmal, auch das sage ich ganz deutlich, wenn in diesem Jahr, 75. Jahrestag nach Kriegsende, nicht unbedingt Siegesparaden stattfinden würden, sondern vielleicht ganz andere Paraden von vielen, vielen Menschen, die sich genau darum mühen, dass Versöhnung und Frieden und Gerechtigkeit und Freiheit in dieser Welt möglich werden. Herzlichen Dank für diesen Preis, ganz wunderbar.
Wir freuen uns natürlich, weil er uns natürlich auch eine Öffentlichkeit gibt, die wir brauchen werden in Zukunft, weil ohne die Öffentlichkeit kamen wir nicht zurecht und werden wir auch in Zukunft nicht zurechtkommen. Und wir wünschen uns nach wie vor, dass viele, viele Besucher, und wir sehen es, das ist ja ganz erstaunlich, dass wir jetzt hier, das ist nicht bestellt, nicht, dass wir jetzt hier sind und es kommt eine Besuchergruppe. Das ist Mühlberg, ja, unentwegt. Dankeschön. Ja, ich darf Sie natürlich auch ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier auf diesem Territorium. Und die Stadt Bad Liebenwerda ist ja Rechtsträger geworden. Und wenn ich zurückblicke, dass ich jetzt schon fast 16 Jahre im Amt bin, dann hat mich auch diese Tatsache, diese Aufarbeitung dieser Geschichte zweier Lager, zweier Diktaturen in den zurückliegenden 16 Jahren mit meiner Kollegin Hannelore Brendel immer wieder beschäftigt. Anfangs mit sehr viel Zurückhaltung, weil wir natürlich geborene DDR-Bürger waren. Und das, was wir gelernt haben in der Schule, mussten wir erst nochmal neu erkennen, neu aufarbeiten, neu begreifen und neu zuordnen. Und ich denke, das habe ich sehr intensiv auch gemacht. Und die vielen Gespräche, die hier stattgefunden haben, auf diesem Territorium, bei diesen Lagertreffen und darüber hinaus bei anderen Ereignissen, die sowohl hier an dem Hochkreuz, was ja erst später entstanden ist, sowohl auf dem Soldatenfriedhof, am französischen Denkmal, ja, geführt worden sind, erinnere ich mich jetzt, wenn man älter wird, dann ist das wahrscheinlich auch so eine Geschichte, wo man sich dann mal in einer ruhigen Minute an so manche Gespräche und Episoden natürlich auch erinnert. Teilweise mit Freude und teilweise auch mit Hochachtung und ja, mit Wehmut. Wehmut, klar, es ist kein Glücksfall für eine Kommune, eine Verantwortung hier übernehmen zu müssen für solch ein großes Lager mit so vielen, wie gesagt worden ist, Toten und so vielen Ereignissen, die sich hier rumranken. Und es ist natürlich umso wichtiger, dass man einen Partner hat, wie die Initiativgruppe Lager Mühlberg e.V. Und was wäre, wenn die Initiativgruppe vor 30 Jahren sich so nicht gegründet hätte? Wäre sicherlich schwierig geworden, weil ich sage mal, eine Kommune kann nicht alles leisten. Wir können vieles betleiten, aber nicht alles so leisten, so intensiv, wie das hier geschehen ist. Auch die Gedenkstättenpädagogen haben hier eine Akzise dran, weil wir müssen die Jugend einbinden. Matthias Tatz hat es als Vorsitzender und Pfarrer natürlich sehr deutlich gesagt. Es muss uns ja gelingen, das, was hier gemeinsam aufgebaut, was hier gemeinsam ja, erarbeitet worden ist, in die Zukunft zu tragen. Und das heißt natürlich, junge Menschen zumindest in Kenntnis zu setzen, zu gewinnen, dies mitzutragen, weiterzunehmen und zu führen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Deswegen tue ich das auch immer gern mit meinen Sportlern, mit meinen Schwimmern. Und wir werden das auch so weiter fortführen. Demzufolge ist eine so hohe Auszeichnung natürlich eine sehr anerkennenswerte Geschichte, wo ich mich unheimlich gefreut habe, als ich das Schreiben bekam und habe gesagt, endlich mal bekommen auch die Richtigen, die wirklich immer hier uns unterstützen und uns begleitet haben über die vielen Jahre hinweg. Sonst würde das hier nicht so aussehen, wie es aussieht. Natürlich haben wir gerungen und wir haben auch mal gestritten. Das gehört ja auch dazu. Wenn ich nämlich hier stehe, dann ist das ja nicht vom Himmel gefallen, was hier bezüglich der Gedenkstätte, der Gestaltung der Gedenkstätte. Und deswegen habe ich vorhin mal gesagt, ich erinnere mich immer so gern, wo ich mit dem Innenminister Jörg Schönbohm hier stand und er zu mir gesagt hat, Richter, das, was wir jetzt besprechen, wird so umgesetzt, in seiner Generalsstimme. Ja, das wird so umgesetzt
Und da bekommt auch die Initiativgruppe und die Stadt das Geld dafür. Er hat Wort gehalten. Er hat wirklich Wort gehalten und wir haben das gemeinsam hier so gestaltet. Und ich bin stolz darauf, diese Schlichtheit, aber doch diese Ausdrucksform, ja, das Kreuz allein. Wenn wir bei den Kranzniederlegungen davor stehen, dann stehe ich auch mal kurz, da werden die Augen schon leicht feucht. Und auch bei der Gestaltung, bei dem Herrichten der Fundamente und all das, was wir dann hier, ja, unter der Erde und egal, wo wir den Spaten hier reingestochen haben, haben wir dann menschliche Überreste finden können. Eine Tragik. Und demzufolge herzlichen Glückwunsch einmal für die Auszeichnung 75 Jahre nach Kriegsende, wo wir uns also auch sehr intensiv mit dem Kriegsende auch noch mal befasst haben. 30 Jahre natürlich das Wirken der Initiativgruppe. Ich bedanke mich auch für diese Zeit, wo ich lernen durfte, wo ich gute Schulmeister hatte. Das ist schön und das bleibt hängen. Und ich denke, wir werden ein Stück des Lebens und des Weges noch gemeinsam gehen. Danke, alles Gute. Danke. Ich möchte mich nur kurz in die Reihe der Gratulanten einreihen. Die kleine Stadt Mühlberg hat verwaltungstechnisch mit der Stadt Bad Liebenwerda dazu beigetragen, dass wir euch unterstützen konnten. Ich bin sehr dankbar, dass ich bisher auf dem Weg mitgehen konnte. Ich habe sehr viel gelernt. Die Zeitzeugen haben eindrucksvoll uns den Staffelstab schon in die Hand gegeben. Wir gehen jetzt gemeinsam den Schritt noch und versuchen mit unserer und der nächsten Generation das hier weiter zu erhalten und zu tragen. Ich danke der Presse und vor allen Dingen auch der Stiftung, die es uns ermöglichen, gemeinsam die Informationen noch weiterzutragen. Ich meine, in diesem Jahr, 75 Jahre nach dem Krieg, ist das ein Thema, was öfter aufploppt. Aber in den anderen Jahren müssen wir genauso tun, dass es nicht vergessen wird. Das heißt also auch, die Geschichten aus den Familien noch zu sammeln, solange die Zeitzeugen noch da sind. Und das haben wir bei den Gedenktreffen oftmals gehabt, wo schon die Kinder und die Eltern oder die Ehepartner berichteten, wie schlimm es war, als man nicht reden konnte. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Miteinander. Nicht nur für, sondern miteinander. Und das müssen wir lernen. Und das haben wir von euch gelernt. Nur miteinander können wir es gemeinsam schaffen, dass sowas nicht wieder passiert und dass wir uns gegenseitig unterstützen, die Kräfte einfach multiplizieren und gemeinsam den Weg gehen. Bis nach Sachsen rüber, nach Sachsen-Anhalt und man hört uns und man sieht uns. Dank auch dieser Auszeichnung. Ich hatte es ja gesagt, heute ist ein Artikel schon in der Lausitzer Rundschau drin und es wird in weiteren Medien dann zu sehen sein. Dafür danke ich recht herzlich und ich hoffe, wir sehen uns so oft es geht wieder hier. Es ist immer sehr erfrischend, wenn dann auch jemand da ist, der weiter weg ist und der eigentlich ganz viele andere Termine hat. Das ehrt uns und in diesem Sinne wünsche ich uns allen viel, viel Gesundheit, dass wir weiter auf dem Weg gehen können und auch entsprechend dem Preis würdig unsere Arbeit fortsetzen. Vielen Dank. Als einer des Restes der Überlebenden des Speziallagers hatte ich Gelegenheit, 25 Jahre aktiv an der Aufarbeitung des Lagergeschehens und auch des vorhergehenden Lagers, des Kriegsgefangenenlagers teilzunehmen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das durfte, dass ich die Gelegenheit hatte, dass ich meine Erfahrungen einbringen konnte. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich nach Beendigung meiner aktiven Tätigkeit eine ganze Reihe junger Menschen mitfinden durfte und
gefunden worden sind, die die Sache gut machen. Ich sage das ausdrücklich. Ich bin sehr dankbar, dass das in dieser Form weiterläuft. Natürlich haben die jungen Menschen andere Gedanken, heute mit diesen modernen Techniken zu arbeiten. Das zersichert ja auch die Zukunft, weil das einfach die Zukunft ist. Und ich denke, unsere Arbeit, die wir übergeben haben, wird in dieser Form so weiterlaufen, liegt auf jeden Fall in guten Händen. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei dir, Anna Kaminski, sehr herzlich bedanken. Wir hatten nach fast 20 Jahren eine sehr herzliche, gute Zusammenarbeit. Und deshalb bin ich besonders dankbar, aus deinen Händen den Preis hier mit entgegennehmen zu dürfen. Dankeschön. Ja, im Namen des Fanclubs der Bohmetscher gratuliere ich ganz herzlich der Initiativgruppe zur Verleihung des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises. Bedanke mich, dass auch die Initiativgruppe so viel Ehrlichkeit in uns setzt und unserem Engagement vertraut, dass wir hier seit 2013 investieren. Angefangen hat es damals mit einer kleinen Spende. Mittlerweile sind wir mit 30, 40 Leuten zum Arbeitseinsatz, halten das Gelände sauber. Und es ist für uns eine richtige Berufung geworden, unseren Fanclub zu vertreten. Wir wollen ja auch gesellschaftlich unsere Stadt, unseren Verein präsentieren. Und ich denke mal, das gelingt uns hiermit sehr gut.